Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Risen 2 auf der Insel der Toten. Wir sollen einen Trank des falschen Todes quasi zusammenbauen und sollen uns hineinbegeben, um die Zutaten zu suchen. Werden wir auch machen, haben wir eh keine andere Wahl, voranzukommen. Wenn wir das natürlich durchziehen. Wenn das die Untoten sind, ja. Sehe ich da nur so Skelette durch die Gegend fliegen. Kein Problem mit unseren jetzigen Waffen. Narrenkappe nutze ich mal noch nicht. Gleich erst, wir alles gemacht haben. Könnte man nicht looten, ne? So, wir betreten quasi das Innere dieser Insel. Das ist natürlich schon ein anderes Kaliber. Nein, nicht zweimal schießen. So, hätten wir dann auch erledigt. Ist dann doch jetzt doch eine Herausforderung, muss ich gestehen. So Wächter, die sind halt nicht ohne. Die halten einiges aus und machen ordentlich Schaden. Hätte schon fast Glück, dass der mich nicht getroffen hat. So, gucken wir doch mal. Wir sind jetzt quasi mitten am Hof. Wir können jetzt erstmal rechts entlang gehen, würde ich sagen. Beim Steinaltar hier hinten. Ein untoter Krieger. Wandern wir mal eben weg. Da fliegt der 100 Kilometer nach oben. What? Wo ist der hingeflogen? Was zur Hölle? Kampfplatz gefunden. Seht auch schon Wächter. Den erledigen wir so. Kann ja vielleicht für die Vorsorge auch da bis auf 10 bei Schusswaffen gehen. Erhöht ja schon insgesamt ein bisschen. Also unser Talent sowieso. Ich denke, das macht Sinn, aber mehr als 10 finde ich halt nicht sinnig. Sondern echt dann auch sein lassen. Bisschen mehr Schaden. Finde, das ist schon nicht ohne. Eine Schatzkarte, okay. Karte in der Gruft. Okay, das ist ganz woanders. Ein Grog. Blümchen sammeln wir auf. Ein schwarzer Lotus. Schwertdorn. Interessant. Dann halt so rum. Ja, nehmen wir alles mit. Ja, können wir doch mal eben schauen. Wir hatten ja auch zuletzt eine Narrenkappe gefunden. Schwertdorn noch dazu. Ja, wenn wir hier von dieser Insel wegkommen, sind wir nochmal im Kampf richtig gut gestiegen. Jetzt brauchen wir für die Feuerwaffen 10.000 Ruhm. Sollten wir eigentlich auch auf der Insel zu Ende kriegen. Denke ich. Grabstaub einmal. War's dann schon hier. Viele Zutaten haben wir jetzt hier nicht gefunden. Aber geschadet hat es halt auch nicht. Eine Schatzkarte haben wir auf jeden Fall gefunden.
Und da kamen wir. Wir gehen. Wir gehen hier lang. Schwarzer Lotus, 2 von 5, 3 von 5. Würde sagen, diesmal gehen wir hier entlang. Das führt uns dann in die Höhle. Diesen Gang gehen wir dann später. Da ist ein Wächter, aber da führt auch kein Weg mehr vorbei. Lauf doch, spring doch, was auch immer. Oh Junge, jetzt wird's aber knifflig. Also manchmal ist das mit dem Schießen dann doch nicht immer so einfach. Weil der macht doch immer diese Ausfallbewegung, hatte ich ja schon mal gesehen in der letzten Aufnahmesession. Der geht halt auf den Gegner zu, wenn ich nachlade quasi. Okay, hier stimmt auf jeden Fall das Lichtverhältnis immer gar nicht. Was ist hier los? Das tut der richtigen Augen weh, das geht ja gar nicht. Mit dem Dolch war er der Schnellste. Es war fast so, als würde ihm dieser stinkende Vogel alles Glück der Welt bringen. Selbst nach dessen Tod trug er immer einen Flügel seines verstorbenen Gefährten bei sich. Seine Spur verlor sich irgendwo am Südstrand der Insel der Diebe. Den Papageienflügel habe ich schon. Ja, Schmerztöter, Okopilz. Gehen wir zuerst hier lang. Also das Licht hier ist ganz furchtbar. Richtig grell, das tut so richtig in den Augen weh. Wie grell ist das? Dann ballern wir dich halt so weg. Auch okay. Abstaub. Jetzt nicht mehr so grell hier. Das geht schon. So mag ich das doch. Die fliegen immer so weg, ey, unglaublich. Sind wir hier ganz woanders, ne? Okay, das ist aber. Okay. Das lassen wir mal aus. Das machen wir dann später. Das ist hier irgendwie riesengroß. Noch. Die eine Richtung. Ich möchte ganz gerne erstmal die andere Richtung schauen. Auf in das grelle Licht hinein. Da ist noch ein Ghoul. Dieser GK-Schwäche sagen dann auch Leute zum Ghoul cool. Weiß ich nicht, wenn man es doch sagt, dann muss man das ja eigentlich konsequent sagen, oder? Jetzt nicht. Was? Wird angegriffen? Ach so. Wusste ich ja gar nicht. Da war ich zu vorstellen mit dem Revolver quasi mit der Pistole. Was haben wir denn hier Schönes? Jo, nehmen wir mit. Warum nicht? Wir speichern mal eben ab. Wollen wir aber auch letzten Endes. Ne, jetzt sind wir hier an dem Platz. Das ist ein bisschen verwirrend hier. Den kriegen wir dann auch so erledigt. Eine merkwürdige Art und Weise, aber es klappt ja. Oh, ein Krieger, der ist wütend. Ich wütend, ich Krieger. Grabstaub. Grabwurzel. Eine Schale, gerne.
Das ist noch ein Ghoul. Was denn jetzt? Junge, du nährst langsam. Ukupilz. Nochmal Grabstaub fehlt noch zweimal. Was am Start? Sollten wir aber hinkriegen. Das ist eigentlich der Weg zurück. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Das ist doch sehr verwirrend aufgebaut, das Ganze. Ah, zu weit weg, verdammt. Oh. Okay, diesmal sind sie nicht weggeflogen wie sonst was. So geht's natürlich auch. Wow, der ist aber weggeflogen. Der fliegt gleich mal hinterher. Ich feiere das so sehr, wie die wegfliegen. So albern das auch ist, Blutwurzel nehmen wir auch mal mit. Ja, hier von da aus kamen wir quasi. Gehen wir mal die anderen Zwischenwege. Da hinten, wo der Schatz quasi ist, wo der vergraben ist, da geht es ja nochmal richtig komplex rein in diesen ganz großen Berg. Dann doch sehr verwirrend, das Ganze hier. Aber auch cool aufgebaut, muss man auch dazu sagen. Nicht schlecht. Und da müssen wir noch rein, da hinten. Erstmal hier vorne. Bevor ich mich hier total verfranze. Okay. Im Haus rechts waren wir, da haben wir den Ghoul getötet. Ich weiß nicht, waren wir in dem Haus hier auch? Eigentlich nicht. Wir sind ja eigentlich direkt zum Ghoul hin, ne? Doch, hier waren wir wohl. Hier war ja da ein Teller. Stimmt. So, da kommen wir jetzt in eine Tempelanlage, Fragezeichen. Da speichere ich direkt mal vor Freude zweimal. Goldbeute. Ja, warum nicht? Also Geldprobleme haben wir in dem Spiel nicht mehr. Das ist kein Problem mehr. Bis zum Spielende kommen wir ja so locker mit dem Gold aus, mit dem, was wir da alles haben. Ja, easy. Beide gleichzeitig weggeballert. Oh, ich wollte den gerade erschießen. Junge! Altar des Übergangs. Ich hab jetzt einfach genommen, ich wusste gar nicht, ob das stehen ist oder nicht. Also hier erwartet uns unser Showdown quasi von dem Ganzen. Wir haben aber noch nicht alle Indienzien vorbei zusammen, wie auch immer. Es fehlen noch die Zutaten. Inkredenzien, so heißt es richtig. Wollte extrem mal was Schlaues sagen und verfranst sich total. Bleib lieber bei deinen üblichen Aussagen, extrem. So, wir gehen jetzt weiter in den verwirrendsten, verwinkelsten Gang da hinten, wo wir dann da in diesen riesen Schacht reinkommen. Hier ist ja schon quasi alles eine Stadt und da hinten ist dann quasi nochmal eine ganz andere Stadt, sozusagen. Von der Größe her auf jeden Fall. War auf jeden Fall eben sehr beeindruckend und sehr überfordernd. Deswegen bin ich direkt weggegangen. Aber wir müssen es machen. Eine geile Statue. Oh, Erz auch nochmal. Warum nicht? Ein bisschen Gold schürfen hier. Geht schon klar. Hier geht es hoch, da gehen wir aber definitiv noch nicht hin.
so nicht. Ein Piratendolch. Grabstaub. Noch einmal Grabstaub brauchen wir. Das ist natürlich auch doof, wenn du jetzt einmal irgendwo was übersiehst, musst du das ganze Spiel nochmal absuchen. Weil du nicht weißt, wo du das eventuell übersehen haben könntest. Gut, dann gehen wir doch erstmal hier links lang. Das ist mir jetzt da wieder ein bisschen zu viel. So nicht, so nicht. Ah, gut, so dass wir noch. Ah, guck mal, der verbrennt quasi auch direkt. Gut, dass wir noch nicht hochgegangen sind, haben wir diese kleine Sackgasse hier mitgenommen. Hätten wir das dann auch erledigt. Grabwurzel. Ja, Grog, Schwertrohlinge. Allein schon, also wenn wir jemals Goldproblem haben sollten mit dem, was wir haben, wir können nur noch so viele Schwerter zusammenbauen und Pistolen zusammenknüppeln. Da haben wir auf jeden Fall noch genug Material für da. Wenn wir es überhaupt jemals nutzen werden. Mal eine andere Sache. Aus der Reichweite. Hui. So. Tempel des Siebes gefunden und Grabstaub haben wir alles zusammen. Pokal. Ein altes Schwert. Mhm. Dann einfach nur als Wegmarkierung oder wie? Tempel des Siebes. Ich denke mal, das hat nicht sonst eine größere Bedeutung. Keine Ahnung. Langsam wird es mit der Muni dann doch ein bisschen eng. Oh, zwei Stück. Ciao. Ja, mit den ganzen Skin hatte ich natürlich auch die Hoffnung, dass wir dann nicht mehr so oft daneben schießen werden. Aber ist wohl doch noch so. Uns fehlt auch noch ein bisschen, bis wir die nächste Stufe da rein investieren könnten. Aber insgesamt schaffen wir das definitiv auf dieser Insel, wenn auch jetzt gerade noch nicht. Eine Narrenkappe, die nehmen wir doch sehr gerne mit. Dafür ist immer Verwendung, liebes Spiel. Gerne mehr davon. Hallo? Okay, da war nur Gold drin. Die Schale können wir nicht mitnehmen. Speichern und dann kramen wir das hier mal aus. Fehlt uns nicht noch ein Lotuskraut? Habe ich das irgendwie richtig gesehen? Müssen wir gleich mal gucken. Eigentlich haben wir jetzt alles entdeckt. Eigentlich. Aber irgendetwas habe ich anscheinend übersehen. Ganz schön schwer. Der Schatz in der Gruft. Hakenhand, Hiebwaffen plus 10. Nice. Damit fehlt uns jetzt nur noch. Dürfen uns denn eigentlich jetzt nur noch zwei Sachen fehlen? Ja. Eins kriegen wir, das sind die Rassen, die kriegen wir in der Marakai-Gruft. Und das andere kriegen wir im Reich der Toten. Also, das sei uns auf jeden Fall sehr gewiss. So, wir können jetzt noch dazu benutzbares, können wir mal eben Grabwurzel zweimal zu uns nehmen und die Narrenkappe. Haben wir auch den Ring des Ruhmes eigentlich an?
Also wir kriegen auf jeden Fall sowieso immer 15% mehr Ruhm. Sehr, sehr gut. Ich glaube, hier soll man nicht hin. Tief gefallen hier, Leben verloren. Warte mal, Lotuskraut, fehlt uns das jetzt noch? Kann weg, das kann auch weg. Sturminsel, also irgendwo fehlt uns da auch noch was mit den Gargoyles. Also eine Blume fehlt uns noch, ein schwarzer Lotus. Irgendwo habe ich blindfisch das übersehen. Aber wahrscheinlich nicht hier, sondern eher noch woanders. Eines der anderen Seitenwege auf unserer Reise hierhin. Ja, zum Glück kein Grabstaub, weil das finde ich ist dann deutlich schwerer zu finden, wenn man was übersehen hätte. Hoffe, hier in dieser Höhle ist nichts so grell, wie das hier ist. Ja, furchtbar, hier was zu suchen. Ja, aber ich vermute mal, die sind draußen. Also so wie die anderen ja auch, die waren ja auch alle draußen. Doch, wo ist die letzte? Da waren wir auch drin? Kann doch jetzt nicht sein. Denn es ist diese eine Blume, die ist bestimmt beim Kampfplatz oder so. Ich latsche jetzt hier dreimal im Kreis, so mehr oder weniger. Oh Gott, ey. Ja, so kann man auch Proviant verschwenden, indem man da runterspringt. Ach ja. Sowas liebe ich ja. So Such- und Sammelmissionen waren noch nie so meins, aber ich dachte jetzt eigentlich, dass wir guter Dinge sind, dass wir jetzt hier locker alles finden werden unterwegs und dann einfach mal eben dahin spazieren werden und das erledigen, aber gut, ich würde sagen, ich mache mal eben einen kleinen Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir auch wieder zurück. War mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich die Pause wieder weggemacht hatte. Wir sind wieder zurück. Und hier ist das letzte Lotusblatt. Das war doch in dieser verwinkelten Stadtgeschichte hier. Ach Mann. Ja gut, dann heißt das jetzt wieder auf zurück zum heißt der Tau. Zu Tau, damit er uns in das Reich der Toten übergleiten lassen kann. Ach ja, such und such. Ich habe hier nochmal alles abgesucht, komplett. Das kann ja nicht sein. Muss ich jetzt nochmal dieser verwegenen Einstadt danach gucken. Da war es dann auch. Ganz offensichtlich lag es dann da. Das Ganze ist natürlich auch angelehnt an der griechischen Mythologie, so ein bisschen an das. Ja, an den Fährmann, der die Toten in das Totenreich bringt, so ein bisschen. Nur, dass das Ganze ein bisschen abgewandelt ist. So, Tau. Ich habe alle Zutaten für den Trank des falschen Todes zusammen. Und du lebst noch. Das hätte ich nicht erwartet. Dann werde ich dir nun helfen, ins Reich der Toten zu gelangen. Hier hast du den Trank.
Trinke ihn und lege dich auf den Altar. Falscher Tod erhalten. Wir speichern. Die Reise ins Totenreich. Geisterpirat Errungenschaft. Oh nee, ist das jetzt überall einfach nur so grell? Das ist das Totenreich? Du bist auch da? Ich sagte dir doch, dass ich die Toten ins Jenseits begleite. Jenseits. Sieh dich gut in dieser Welt um. Du wirst auf 4 Geister treffen, die keine Ruhe finden können. Hilf ihnen und finde einen Weg, an das Schädelzepter zu gelangen. Nur mit dem Schädelzepter ist es möglich, einen Geist zu rufen. Bring es mir. Du findest mich beim Portal am Strand. In dieser Welt. Okay. Das Schädelzepter. Also in dieser Welt finden wir ihn am Portal am Strand. Quasi da, wo wir Sagenheld-Errungenschaft, die alte Münze. Bester Erfolg. Was ist das jetzt hier? 20 legendäre Gegenstände gesagt, aber wir haben doch gar nicht alles. Jetzt bin ich leicht verwirrt. Wir haben doch gar nicht alles. Es fehlt noch was. Hier haben wir die Kugelsichermünze. Und dann haben wir noch eigentlich die Rasseln. Aber gut. Anscheinend ist eine halt nicht schlimm. Wenn man eine nicht hätte, dann die Errungenschaft triggert auch so. Gut, wir wollen aber auch alles haben, von daher kein Problem. Was uns jetzt im Reich der Toten erwarten wird, ich würde sagen, das und mehr sehen wir dann auch wirklich erst in der nächsten Folge in 2 Tagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es doch gerne mit dem Daumen nach oben. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lasst doch gerne ein Abo da. Ich bin raus, bedanke mich und sage bis dahin. Tschüss.